Das erwartet euch heute in der neuesten Episode der Hansa Rostock Karriere. Um Haaresbreite wurden wir letzte Saison fast entlassen. Wir konnten uns gerade noch so retten. Ich habe den Vorstand angebettet und angefleht, dass sie mich nicht entlassen und sie geben mir tatsächlich eine zweite Chance. Können wir tatsächlich diese Saison überzeugen und vielleicht nach Europa kommen? Den Grundstein versuchen wir heute zu legen. Des Weiteren gibt es einen Investoreinstieg bei Hansa Rostock. Die Fans sind absolut nicht davon überzeugt. So ein kleiner Mittelständiger aus dem Osten dachte sich so, ja komm, wir steigen da mal ein und pumpen mal 150 Millionen Euro in diesen Kader. Und das ist in etwa das Transferbudget. Doch wen wird Hansa Rostock jetzt eigentlich alles holen? Und zu guter Letzt können wir unserem Kader tatsächlich die nötige Qualität geben, um in der Bundesliga zu überzeugen. Heute werden Transfers getätigt. Das alles seht ihr jetzt. Nur eine Stimme weniger als Platz 1, Hansa Rostock. Es ist die 51. Minute und der Typ schießt 5 Tore. Moin Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Episode der EAFC24 Hansa Rostock Karriere. Leute, es ist echt eine Menge passiert in der letzten Folge. Denn einerseits wurden wir tatsächlich rausgeworfen. Ich musste leider ein bisschen cheaten, musste die letzten 3 Spiele selbst spielen, sodass ich diese Karriere nur weiter fortsetzen kann. Ich denke mal, das ist im beidseitigen Interesse von euch als auch von mir, würde ich so sagen. Ja, wer der andere Meinung ist, kann gerne reinschreiben, wer keinen Bock mehr auf die Karriere gehabt hätte. Okay, Spaß, ich weiß ja, dass ihr alle Bock auf diese Karriere habt. Wir konnten uns also in die nächste Saison retten und Leute, das ist die Saison, wo wir angreifen. Versprochen. Letzte Saison war die zweite Saison in Folge in der Bundesliga. Jetzt sind wir im dritten Jahr in der Bundesliga. Jetzt will ich Richtung Europa angreifen. Und am besten machen wir das mit einer wunderbaren Transferphase. Wir sind also heute in der Sommertransferphase. Ich werde auch die komplette Sommertransferphase mitnehmen. Das bedeutet, wir werden heute tatsächlich 2 Monate gehen. Wir werden heute Bundesliga-Start haben und kommende Folge dann richtig in die Saison reinstarten. Heute steht auch nur ein einziges Spiel an, deswegen gab es keine Abstimmung. Ich werde gegen Union Berlin den Saisonauftakt spielen. Wir blicken aber gleich mal auf die kommende Folge und ich würde sagen, wir nehmen 2 Monate mit. Wir nehmen 2 Monate mit, wir gehen direkt rein und da haben wir dann folgende Begegnungen. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link, dort gerne abstimmen, gegen wen ich kommende Folge selbst spielen soll. Und folgende Vereine stehen zur Auswahl. RB Leipzig, der HSV ist tatsächlich wieder aufgestiegen, Werder Bremen, Bayern für Leverkusen, Eintracht Frankfurt, der 1. FC Köln und der FC Augsburg. Und zur Verfügung steht ein entspanntes Transferbudget von 147 Millionen. Und in dieser Phase würde ich mal sagen, schieben wir den Realismus ein bisschen beiseite, was das Geldausgeben angeht. Denn heute werden wir investieren, meine Freunde. Devil Block Industries ist nämlich eingestiegen bei Hansa Rostock. Die Fans hassen es, dass jetzt der Investor da ist. Allerdings will man auf die Kacke hauen. Der geldgeile Investor, hier ist mal ein Bild von ihm, sieht sich auf jeden Fall in der Lage, diesem Verein helfen zu wollen. Und das mit zahlreicher monetären Unterstützung. Aber auf welchen Positionen wollten wir uns denn jetzt eigentlich nochmal verstärken? Wir schauen mal auf die Kommentare. Meine Namen haben sich auf die Transferliste geschlichen. Lucas Sebadio, ich wusste nicht, wen du meintest. Du hast von Mainz der geschrieben. Ich denke mal, du meinst Leandro Barrero und der Luxemburger auf jeden Fall. Xavi Simmons ist deutlich zu teuer. Der würde uns ein komplettes Transferbudget wegnehmen. Da ist auch, das wird schwer. Und es wäre ein Rückkehrer. Connor Bradley hat schon mal in diesem Verein gespielt. Wer mich alles täuscht. Den hatten wir ausgeliehen, als wir noch zweite Liga waren. Spielt inzwischen bei den Tottenham Hotspurs, 25 Jahre alt. Frage ist, machen wir irgendwas noch auf den Flügelpositionen? Eigentlich ja. Wir müssen was auf den Flügeln machen. Oder wir gehen hier mit einem Robert Lund hin. Oh Leute, ich hätte schon Bock auf Nelson Viper, ne? Weil der Typ ist schnell und hat einen mega Abschluss. Und dann mal überlegen, ob ich nicht das 4-3-3 mit falscher 9 spiele, sondern wirklich mit einem richtigen Stürmer da vorne drin. Ich hoffe mal so ein bisschen, dass Lindqvist und Scholes dort vorne ordentlich Terror machen werden. Und der Müller, den wir von den Bayern hier bekommen haben, dass der auch ordentlich abgeht. Özcan, ja, zusammen mit Yanda, Doppel-6. Fischer, eine Innenverteidigung mit Cedilla und Schuster. Schuster wird easy die 82 die Saison knacken. Javi Sanchez, auch kein schlechter Mann, 23 Jahre alt, 81er Rating. Ich hoffe, das ist die Saison, wo wir tatsächlich europäisch landen werden. Apropos landen, worauf ihr auf jeden Fall landen solltet, ist mit eurem Zeigefinger auf dem Display, wo der Like-Button ist. Oder ihr bewegt euren Zeigefinger mit der Maus dorthin, wo der Like-Button ist. Like gerne dieses Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir nähern uns so langsam, was für Abonnenten lernen wir uns? Muss ich mal kurz nachgucken. 1550 Abonnenten. Also ich würde sagen 1555 Abonnenten. Das wäre eine schöne runde Zahl. Vielleicht erwartet euch da ein gewisses Special.
vielleicht mal so eine Art Giveaway, könnte ich mir vorstellen. Ja, jetzt wird das wahrscheinlich irgendwie geklippt und ich muss es wirklich machen. Aber hey, vielleicht mache ich ja sowas. So, der SV Darmstadt möchte Santi Carrasco haben. Ich habe genug Flügelspieler, da bin ich ehrlich. So, sind meine Schalker denn eigentlich hochgekommen? Wo sind sie denn? Sind sie da irgendwo? Nee, meine Schalker sind nicht hochgekommen. Schade, die sind immer noch zweite Bundesliga. So, verpflichte 3 Spieler, die in Nordamerika geboren wurden. Und erreiche 3 Siege in Pokalspielen. Aha. Leute, unsere erste Neuverpflichtung steht fest. Wir haben uns bei der Konkurrenz bedient. Und zwar bei einem Verein, der letzte Saison fast abgestiegen wäre. Eigentlich brauche ich nicht viel drum rum erzählen. Er ist Luxemburger mit eigentlich wahrscheinlich aktuell der beste luxemburgische Spieler, den die da so draußen haben. Er kommt fürs zentrale Mittelfeld und hört auf den Namen Leandro Barreiro Martins. Sehr schön. Ich glaube, der hat letzte Saison auch gegen uns getroffen. Und den Mann lässt sich Hansa Rostock stabile 33 Millionen Euro kosten. Ich hoffe, das freut den Verein ein bisschen. Ey, wenn ich jetzt wieder rausgeworfen werde und wieder alles von vorne machen kann, wäre es schon wieder nicht so toll. Barreiro bringt auch eine 82 mit. Schönes Rating. 29 Jahre alt. Ansonsten kann man auch mal wieder ein paar Leute hochziehen und verkaufen, würde ich sagen. Und da zählen die Leute ja auf jeden Fall mit dazu, die ihr dickes Potenzial haben. Leute, ich darf unseren nächsten Neuzugang vorstellen. Es ist ein Rückkehrer. Von den Tottenham Hotspurs kommt Connor Bradley für die Außenverteidigerposition. Der kann nämlich meines Erachtens nach sogar beidseitig spielen. So, einen Mann gibt es noch, den ich holen will. Und ich glaube, nur um den Verein wirklich mal ruhig zu stellen, verpflichte ich mal eben dann 3 Spieler aus Nordamerika. Irgendwie hier so, was weiß ich, Leute, die ich danach dann vielleicht wieder verkaufen werde. So, natürlich haben wir auch wieder ein Vorbereitungsturnier. Und ich teste uns mal gegen die Besten der Besten. Vor allem von den Möglichkeiten her. Oh, die wollen 100 Millionen für Nelson Viper haben. Let me cook. Sali Özcan und 60 Millionen. Und da müssen sie erstmal drüber nachdenken, okay? Ich könnte notfalls einen Sali Özcan ersetzen mit Leandro Barreiro. Und dann hätten wir sogar noch mit Vassiliadis und mit Makaya Smith. In dem Fall dann noch andere Spieler für diese Positionen. Und sie haben es abgelehnt. Mist. Gehen wir nochmal in die Verhandlung rein. Ich will Nelson Viper haben. Ach komm, ey, das gibt's doch nicht. Die wollen ja nicht mal Gruder haben. Ja, nee, dann gehen wir da raus. Dann wird es nichts. Komm, geht mal rein gegen Genua. 3-0. Lindqvist, Jollis und Janda. Weites Spiel gegen Sheffield. Unentschieden. Gruder mit dem Doppelpack. Letztes Vorbereitungsspiel gegen Rayo Vallecano. Verlieren wir 4-2. Okay, also ein Sieg, ein Unentschieden und eine heftige Niederlage tatsächlich. Und ansonsten kann ich hiermit unsere letzte Verpflichtung in diesem Sommer bekannt geben. Und zwar holen wir David Datpofofana, ursprünglich Chelsea, Union Berlin. Und Mainz anscheinend kommt zu FC Hansa Rostock. Und der wird vorne im Sturm hoffentlich alles kurz und klein schießen. Die Sache ist die, wir haben jetzt echt ein paar Stürmer. Leichen den Lund doch nochmal aus. Setz den Gruder auf der 10 ein und verkauf einen Oskar Højlund. Beziehungsweise einen Emil Højlund. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen. Aber Leute, ich bin so dumm. Ich habe 3 Südamerikaner verpflichtet. Ich soll noch 3 Nordamerikaner... Ich hol 3 Argentinier. Perfekt. Natürlich. So, Leute. Spieltag steht an. Union Berlin hat den FC Hansa Rostock zu Gast. Wir gehen in diese Partie rein. Wir sehen uns gleich wieder hier im Stadion an Altenfest 3. Das dritte Jahr Bundesliga für den FC Hansa Rostock steht an. Es beginnt mit diesem Spiel. Und zwar Union Berlin hat heute den FC Hansa Rostock zu Gast. Ja, das wird ein hitziges Spiel. Definitiv werden. Das sind 2 Rivalenclubs. Und ansonsten kann man sagen, let's go. Bitte nicht Aber Ruiz, bitte nicht nochmal du. Wir sind drin in diesem Spiel. Neuzugänge alle in der Startelf. Connor Bradley, Leandro Barreiro und ein David Datpofofana. Alle von Anfang an. Opana gegen seine Ex-Kollegen auch natürlich. Connor Bradley wieder zurück in deutschen Fußball. Stark abgelegt. Barreiro Martins mit dem Abschluss. Okay, der war geblockt. Oh, guter Pass hinter die Kette und Lias Koch. Oh, nee, der kommt zu leicht durch. Fujimoto mit dem 1-0 für Union Berlin. Heißt der Fujimoto? Ja, tatsächlich. Union Berlin geht in Führung und es geht nicht gut los für mich, meine Freunde. Über die rechte Seite unsererseits durchgesetzt und einfach mal langgerannt. Eiskalt ins untere, lange Eck. Kein Problem für ihn. Leider Koch nicht dran. Barreiro sieht da nicht gut aus. Oh, das ist gut. Was macht denn Fofana da? Das, nee. Nein, bitte nicht. Oh Gott, Aber Ruiz prüft Lias Koch erneut. Nächster Abschluss, wieder Lias Koch. Union Berlin macht Druck. Jollis, jawohl, im richtigen Moment vielleicht mal. Nee, kommt nicht durch das Unioner Abwehrbollwerk. Geht heute gar nichts. Jetzt vielleicht mal gut zu Ende spielen, aber nee. Laufweg von Janda stimmt überhaupt nicht.
Jetzt ist da mal ein bisschen Platz für Müller. Nils Müller, nee, ey. Der Typ, auf einmal hat er sich auch wieder wie 70 Tempo gespielt. Stark von Fofana. Fofana scheitert. Der erste Schuss aufs Tor in der 87. Minute. Unglaublich. Adam Rayleigh mit der anschließenden Ecke. City, er steigt hoch, scheitert. Nachschuss Fofana und wieder ist der Keeper zur Stelle. Er pfeift ab. Ich habe den Ball. Nice, okay. Union Berlin gewinnt mit 1:0 völlig verdient gegen Hansa Rostock. Ich weiß nicht, was mit dieser Mannschaft los war. Ich konnte mir nichts erarbeiten. Einfach dieses Spiel der Spiele gewesen, was du einfach nicht gewinnen kannst. Aber nicht, weil FIFA dich verarscht, sondern weil ich halt einfach kacke war. Auch wenn die Werte am Ende ausgeglichen waren, wir hatten dann am Ende anscheinend doch 5 Schüsse. Warum auch immer. Ich glaube, den Deadline Day können wir gekonnt überspringen. Jetzt gucken wir trotzdem nochmal, ob nicht ein Pokalspiel dazugekommen ist. Doch, es ist ein Pokalspiel dazugekommen. Okay. Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, gerne ein Like da lassen. Checkt gerne mal auch die Videobeschreibung aus. Da könnt ihr nämlich abstimmen. Wie gesagt, gegen wen ich spielen soll. Vor allem der Verein gesetzlich noch dazu. Und zwar der Verein, mit dem ich in dem letzten FIFA-Teil tatsächlich die Karriere gemacht hatte. Und zwar mit Dynamo Dresden. Bis dahin sehen wir uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein. Ciao. I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being